Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zur Iron Man Challenge. Wir sind wieder unterwegs mit unserem Hunter und ja, was geht ab? Es laggt ein bisschen auf den Servern, denn wir haben ja das Legion Pre-Event und es rastet halt mega aus. Aber gut, das ist eigentlich auch sehr schlecht für die Iron Man Challenge, merke ich gerade. Wir sind nämlich im Brachland und das kommt überhaupt nicht gut, weil das Brachland eigentlich meistens belegt wird von der Challenge. Gut, wir haben die Meuterei besiegt oder mit die Meuterei angezettelt. So war es nämlich. Und Bleib gut drauf. haben unser Level ab. Wir sind Level 18, Leute. Geil. Es geht voran. Mit 20 hauen wir ja ab. Und ja, gehen mal auf einen anderen Kontinent. Von daher sollte das ja auch machbar sein für uns. Jetzt habe ich die Zeit wieder vergessen. So, hier, Uhr, go. Okay, und was das Problem ist, eigentlich müssten wir... Ich dürfte... Ach, scheiße, ich habe mir das gar nicht überlegt. Eigentlich dürften wir hier gar nicht sein. Was ist, wenn wirklich hier die Legion angreift, Alter? Und ich verrecke. WTF, Mann. Was ist dann? ja, wir machen jetzt schnell. Oh, wir machen jetzt schnell und ich würde sagen, wir gehen direkt Ich könnte auf etwas Hilfe direkten gebrauchen. Wege hier weg, um Willkommen in Ratchet. Ich freue mich, dich zu arbeiten. nicht getötet zu werden, würde ich jetzt Kürzt sagen. sich ab, ja? Ich habe nicht ewig So, Zeit. tut mir leid, Gaslo. Wir gucken mal, was wir hier gekriegt haben. Toll, schöne Kette in grün, Stab in grün, das brauchen wir definitiv nicht. Ich hau jetzt hier ab. Mir ist das zu gefährlich, weil meistens ist es Ashara und Brachland im Moment. Dann haben wir hier noch, es ist hier, sehen wir, Hügellande. Hügellande ist 35, das heißt 20. Ich würde sagen, wir machen einfach Silberwald heute. Wir starten dort. Das dürfte uns noch ein paar Missionen geben. Und machen dann im Vorgebirgehügellandes weiter, wenn da nichts mehr ist. Weil das ist dann doch gefährlich. Wir machen jetzt diesen Part, werden wir einfach Zeit mal ist Geld. in die östlichen Königreiche schon mal vordringen. Ich nehme euch natürlich mit. Wir können jetzt hier erstmal alle Quests löschen. Höhle des Wehklagens dürfen wir ja sowieso nicht rein. Nördliches Brachland abbrechen. Die Raptoren abbrechen. Nördliches Brachland. Weg damit. Eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, hier noch ordentlich durchquesten, aber im Moment, solange das Pre-Event ist, bringt das uns überhaupt nichts. Hier kann jetzt alles loslegen und das ist mir zu gefährlich. Da muss nur einer von diesen Dingern da auf mich draufkloppen. Denn es skaliert zwischen 10 und 100. Und da gehören wir einfach dazu. Und das ist nicht... Nee, das ist... Nee. Will ich einfach nicht. So, deswegen haben wir heute einen Reisepart, aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch, denn wir haben ja jetzt ein Level abgekriegt. Mit 18 kamen wir da, haben wir da was gekriegt? Nö, ne? Nö, wir haben ja unser Alpha-Tier, Tötungsbefehl, wilder Ruf bekommen wir ab 22. Das heißt noch 4 Level. Das sollte machbar sein. Oh, wir kriegen sogar Mehrfachschuss. Geil. Oh, wir sind schon geiler Tierherrschaftshunter. So. Ihr Hübschen. Solange... Ah, hier in der Hauptstadt passiert ja nichts. Ne? Ich hoffe, ihr habt auch schon alles ausgetestet. Ich bin jetzt schon soweit eigentlich fertig mit dem ganzen Event. Ich habe das Pet, ich habe alle Klassensets, also beziehungsweise Rüstungssets mir geholt. Und ja, das Spielzeug, was es halt so dazu gibt, das habe ich mir auch noch geholt und sowas. Bin soweit durch damit. Von daher... Alles kein Problem. So, wir gehen hoch. Wir wollen nämlich nach Brill. Und voll Brill cruisen wir, oder laufen wir natürlich, zum Silberwald. Ne? Level 10er Bereich. Okay, ist echt ein bisschen niedrig für uns. Da rushen wir am Anfang ein bisschen durch. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wir werden natürlich nicht alleine fliegen. Ne? Wir haben ja hier ein paar Leute am Stissel, denn die wollen zum Hügelland. Als kleiner Tipp von mir, nur so mal nebenbei, ihr könnt natürlich auch den Ruhestein in, jetzt Sommerrast ist es glaube ich, ne, in Pandaria, ach, Pandaria reinpacken, was ist mit mir heute los? Pandaria reinpacken und von dort aus jederzeit auf jeden Kontinent im Moment, ansonsten
dauert das hier echt lange, weil da weiß ich nicht. Wenn ich jetzt natürlich nicht mit dem, na, wie heißt es denn, Iron Man Challenge unterwegs wäre, würde ich mich auch immer hin und her potten, ne? So ist es ja. So ist es und so wird es auch bleiben. So, da kommt er nämlich. Geil! Schnapp, schnapp, bist du bereit? Wir reisen mit dem Zeppelin. Mit dem Zeppelin. Na toll. So. Ich bin gespannt, wie viel eigentlich uns so ein Gebiet eigentlich überhaupt noch gibt. Mit zwischen 10 und 20. Ja. Ob das überhaupt noch was für uns ist. Aber es war noch. War es grün oder schon gelb? Noch gelb. Weiß es gar nicht mehr. Ist noch gelb. Ja, wegen 20, ne? Wegen 20. Und hier ist auch schon gelb, weil wir ja schon fast 20 wären. Aber hier zu questen macht mir eigentlich auch am meisten Spaß. Weiß ich auch nicht wieso. Wir können hier hoch, dann werden wir von der Quest auch weitergeschickt. Hierhin zu 35, dann 40. Von hier aus fliegen wir dann direkt da hier runter ins Ödland. Und questen hier weiter, können hier runter gehen. Na, nicht zu Lindsay, aber Rotkampgebirge überschreiten wir natürlich. Und sind dann hier unten, Sümpfe des Elends, verwüstete Lande und ey, ohne Spaß. Wenn wir es bis dahin schaffen, das wäre natürlich ein richtig geiler Erfolg. Ja, bei der ersten Iron Man Challenge, okay, wir haben jetzt einen Jäger, wir nutzen einen Jäger, aber wenn es bis dahin klappen könnte, boah, das wäre richtig geil. Also, ne, das wäre schon geil. Aber es wäre schon eigentlich ein Erfolg wert, wenn wir ohne zu sterben 30 werden. Level 30, das wäre auch was Feines. Ich weiß nicht, wie lange wir halt heute machen, weil es eigentlich ja mega langweilig eigentlich ist, so eine Reise, ne? Aber was soll man machen, ne? Ich will euch einfach alles zeigen. Ich will jetzt nichts rauscutten oder sowas. Ansonsten schreibt mir das da drunter. Und das Video, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann mache ich das natürlich. Aber wie gesagt, bei der Ironman Challenge, es kann eigentlich jetzt nichts passieren, aber ja, ich will irgendwie doch dann alles zeigen, ne? Irgendwie und irgendwann. Aber wir könnten schon mal hier kurz mal FUI noch schnell anschmeißen, bevor wir jetzt den Ladebalken kriegen. Und, ah, haben wir es doch geschafft vorher? Yeah, das ist ein bisschen was neu gemacht, ein bisschen was kleiner gemacht und bisschen was eingestellt halt für Legion extra. Bisschen was verändert mit meinem Main und das kopiere ich halt die ganze Zeit auf meine anderen Chars. Ne? Das ist ja relativ einfach gemacht und von daher easy. So, wir sind in Brill angekommen, beziehungsweise vor zwischen Brill und Unterstadt. So, wir nehmen natürlich den Fußbus. Anders können wir es ja noch gar nicht regeln. Wir sind noch nämlich noch nicht 20 und ich möchte dieses ja Fahrrad, das Moped mit dem Chauffeur nicht nutzen. Finde ich persönlich, sollte ich, will ich nicht. Denn hatten die früher ja auch nicht. Ja, und die meisten haben es auch nicht. Also wenn ich mit 20 einen Mount bekomme, dann ist in Ordnung. Deswegen holen wir jetzt uns auch hier den Flugpunkt. Denn bei den Untoten ist es so, dass du nicht in der Hauptstadt das Reiten bekommst, sondern hier im Brill. Falls ihr es noch nicht wusstet. Und deshalb holen wir uns den noch schnell. Ansonsten wandern wir noch ein bisschen, quatschen noch mal über dies und das und so. Aber ja, das ist mir aber jetzt erst eingefallen. Ohne Spaß, Leute. Ich habe nicht dran gedacht. Wir haben den schon. Lol. Ich bin, ich habe mich eingeloggt, wollte loslegen, wollte fighten und dann sehe ich die Lags, weißt du? Und dann denke ich mir so, Scheiße, wieso eigentlich? Und dann, nein. Es ist ja wirklich so, dass das Scheiß-Event auf den Servern rumballert bis zum Vergasen und du hast Lags und ich habe keinen Bock allein durch ein Lag, zu verrecken. Ehrlich, wenn ich deswegen meine Ironman Challenge verkacke, weiß ich nicht, das wäre der Super-GAU, finde ich persönlich. Nee, darauf lassen wir uns überhaupt nicht erst ein. Wir gehen jetzt erstmal in Gebiete, wo auch. Das ist der nächste Punkt. Was gibt uns jetzt so ein Achter? Das ist ja halt der nächste Punkt, der mich auch noch davon abhält. Haben wir überhaupt was gekriegt? Nö. Dort weiterzumachen. Denn so ein Teufelslord, ja, ich weiß nicht, wie die skalieren. Und da habe ich keinen Bock,
dass der mich kaputt haut. Ehrlich. Ganz ehrlich. Das weiß ich nicht. Nö. Da gehen wir schön aus dem Weg. Och, Digga, wieso greifst du mich denn noch an? Bist doch schon grau. So, wir kriegen doch noch nicht mal EP. Hier leckt's. Habt ihr das gemerkt? Das ist so krass, dass die Leute wieder auf den Servern sind, aber ich finde es gut. Ist ein bisschen belebter, ne? Und das Event macht halt auch natürlich mehr Spaß und es geht auch schneller voran, wenn man halt mit mehreren das macht. Deswegen gehe ich immer in ein Gebiet und sobald ich merke oder sobald ich sehe, dass ich die erste Phase noch mitkriege, mache ich immer eine Gruppe auf. Dann sollen die Leute einfach joinen und fertig ist. Dann mache ich mir gar keine Mühe, mir immer noch eine Gruppe rauszusuchen oder so. Nö, ich mache mir selber eine Gruppe auf und fertig ist. Ah, toll. So, wir kriegen gleich die ersten Quests im Silberwald. Geht um Sylvanas, die ein paar Probleme hat, ja, wieder Untote ranzubekommen. Und stellt halt was vor, ja, wie man es jetzt machen könnte. Und Garrosh sieht das halt nicht so gern, ne? Also ich will euch das jetzt hier nicht irgendwie vorenthalten, diese Sequenz. Es ist ja noch nicht mal eine Sequenz, es ist ja ein Game-Inhalt, aber man könnte halt nebenbei noch ein paar Quests annehmen und sowas. Das machen wir nämlich auch, denn wir wollen jetzt auch noch ein bisschen vor was machen. Nicht nur Quests abgehen und hier reisen, was ist das denn für ein Part? Ich habe euch die ganze Zeit zugelabert und es ist nichts passiert. Deshalb möchte ich echt von euch wissen, seid ihr damit einverstanden, dass wir wirklich alles zeigen oder dass ich alles zeige? Das ist ein grauer Mob. Wir müssen echt mal gucken, was wir überhaupt für... Doch, jetzt komme ich nicht drauf. Erfahrungspunkte, danke. Erfahrungspunkte bekommen für die Quests an sich. Weil wenn das hier nicht echt nichts bringt, dann können wir noch weiterziehen. Können wir echt schon hier runterziehen in das Gebiet. Aber gut, ne? Wir wollen ja, wie gesagt, eigentlich so viel Erfahrungspunkte mitnehmen, wie es geht. Aber wenn es überhaupt nichts bringt, ja, dann, ne? So 825, okay. Das geht. Das geht. Wir brauchen ja noch nicht so viel. Das nehmen wir erstmal Wer an. ist dieser ogergesichtige Clown? Jetzt müssen wir echt doch warten. Jetzt müssen wir uns das doch anhören. Oh, dann habe ich gespoilert. Wow. Vom Teufel spricht. Gut, dann hören wir uns das mal an. Kriegshäuptling, wie schön, dass ihr es geschafft habt. Nach dem Tod des Ja. Lichtkönigs verlor der intelligentere Teil der Geißel seine Arbeit. Diese Scheusale, wie ihr sie so feinfühlig nennt, heißen Walküre. Sie unterstehen nun meinem Befehl. Und sie sind einer der Gründe, warum ich euch sprechen wollte. Raus damit, Silvaras. Nun gut, Kriegshäuptling. Ich habe einen Ausweg für mein Volk gefunden. Den Verlassenen ist es nicht möglich, sich fortzupflanzen. Mithilfe der Walküre ist es uns nun möglich, aus den toten Körpern der Gefallenen neue Verlassene zu erschaffen. Agatha, demonstriere es dem Kriegshäuptling. Ja, nice, oder? So schnell kann man mal ein paar Untote kreieren. Oh. Was ihr hier getan habt, Sylvanas, geht gegen die Gesetze der Natur. Widerwärtig ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Kriegshäuptling, ohne diese neuen Verlassenen wird mein Volk aussterben. Unsere Macht in Gineas und dem nördlichen Lordaeron würde schwinden. Habt ihr auch nur einmal an die Konsequenzen gedacht, Sylvanas? Was unterscheidet euch nun noch vom Lichtkönig? Ist das nicht offensichtlich, Kriegshäuptling? Ich diene der Horde. Passt auf, was ihr sagt, Miststück. Jawohl, ey. Komisch. Ihr bleibt hier und stellt sicher, dass die Banshee-Königin gut bewacht.
Ich erwarte beim nächsten Treffen einen umfassenden Bericht. Vergesst nicht, Sylvanas. Irgendwann stehen wir alle vor unserem Schöpfer und erwarten sein Urteil. Euer Tag könnte schon bald kommen. Junge, Junge, Junge. Okay, das ist das, was ich euch schon eben gesagt habe. Dass wir hier Probleme kriegen mit dem ja, damaligen Kriegshäuptling. Mir ist gerade aufgefallen, wir hätten schon was einkaufen können in der Hauptstadt. Ganz ehrlich, Leute, wieso sagt mir keiner was? Wir hätten vernünftiges Gear kaufen können. Was heißt vernünftig, aber ein bisschen besseres Gear. Wir gucken mal schnell. Hier kriegen wir aber auch nichts. Wir können aber was verkaufen. Das ist schon mal gut. Nehmen nochmal die restlichen Missionen an. Und hier ist es auch sehr geprägt von den Walküren. Das ganze Gebiet. Wir werden die kennenlernen. Wir werden mit denen ein bisschen arbeiten. Alchemiebedarf brauchen wir nicht. Handwerkswaren, da gibt es auch nichts Tolles, ne? Das ist doch mies, ey. Aber gut, was soll man machen? Wir werden jetzt mal fortfahren. Wir sollen wilde Verdammniskraut, saubere Tierinnereien und Worgen... Was? Worgen... Was? Worgen... Worgenrenegat. Okay. Keine Ahnung, das sind die hier, ne? Sollen wir töten? Okay, das kriegen wir schnell hin. Schnappen uns echt flott diese, was weiß ich, diese 800 Erfahrungspunkte pro Quest. Es geht ja relativ gut voran, nur mir fehlen wirklich dann die Zwischen-EPs, die man halt echt gut bekommt, wenn man solche Kill-Quests hat. Darf man nicht verachten bei sowas, ne? Man unterschätzt das echt, was man teilweise an Erfahrungspunkte bekommt, nur weil man hier ein paar Mobs killt. Nur den Teddybären, mit dem kuscheln wir nicht, sondern wir erlegen den, aber wir kriegen keinen in der Reihen. Das ist sowieso eine Quest gewesen damals, die mich sehr, sehr, ja, aufgeregt hat, weil es so randommäßig war bei mir, dass ich das, also man kann ja immer manchmal sagen, so, ja, nach zwei kriegt man es immer, oder man nach dreien, aber das war so random teilweise, dass ich echt teilweise verzweifelt bin, weil ich habe Ewigkeiten Sachen nicht bekommen. Im Moment sieht es gut aus. Mal gucken, ob das jetzt so weit bleibt. Glaube aber nicht, dass das jetzt so weit bleibt, dass wir alle zwei Mobs etwas bekommen. Sicher, da ist es schon wieder unterschiedlich. Vielleicht kriegen wir dann ja auch zwei hintereinander oder sowas. Jetzt ist der vierte schon. Wir haben nichts gekriegt. Das meine ich nämlich, das ist so random gemacht, diese dämliche Quest. Aber gut, umso mehr können wir killen, aber wir kriegen ja sowieso keine Erfahrungspunkte. Also es ist echt mies gerade. Na gut. So, müssen wir, haben wir hier noch ein paar, also der, das Questgebiet geht bis nach da hinten. Nur, was soll da sein? Ach hier, Tiere können wir noch platt machen. Tiere machen wir gerne platt, ne? Die kommen noch gar nicht mehr zu uns, oder? Barts, Barts, down. Ah, ich habe auch einen leichten Schnupfen. Das Wetter hier ist echt schlimm geworden. Wir haben hier teilweise morgens 6 Grad. WTF, oder? 6 Grad im August morgens mit Nieselregen. Dann in der Mittagszeit sind es 17, 18 Grad. Sonnenschein. Und wenn ich nach Hause fahre, 15 Grad mit Regen. Geil. Dieses Hin und Her, das macht mich irgendwie fertig. Es ist zwar gut, dass es regnet für meine Allergie, definitiv, habe ich kein Problem mit, aber ich kann dann trotzdem nicht durchatmen, weil ich eine leichte Erkältung habe. Meine Nase ist zu, das ist, irgendwas ist ja immer, ne? Wissen wir ja, ne? Wir Deutschen können ja sowieso nur meckern, ne? Das ist ja unser, das, was man uns hinterher sagt. Okay, wir haben 6 Stück, geil, wir sind damit durch. Das heißt, wir können weiter. Das ist ja das, was man uns halt immer nachsagt. Ne? Die Deutschen, die können nur meckern. Ist nicht so. Ja? Wir sind nur mit der allgemeinen Situation unzufrieden. Und nein, alles gut. Ja? Aber das ist halt das Problem. Man freut sich, okay, es regnet, voll geil. Ich kann endlich mal durchatmen. Jo, die ersten 2 Tage konnte ich das auch. Ne? Und dann siehst du da, sitzt du da wieder und denkst dir so, nein. Nicht so wieder, Nase zu, alles kaputt, Mund tut weh, Rachen tut weh und
Ja, weiß ich nicht. Also das macht keinen Spaß, ehrlich. Nö, nö, nö. Schönes Wetter, ja, bin ich dabei. Und Worg, den brauchen wir nicht. Nö. Worgen Renegat brauchen wir. Da ist er, aber er kommt nicht ran. Können wir da hinschießen wenigstens? Junge, jawohl. Nice. da ist auch noch einer. Kriegen wir den? Nee, ne? Schnapp, schnapp, kriegst du den? Bam. Oh, wir kommen hier doch rüber. Habe ich nicht gedacht. Wir sind halt ein großer Taure. Wow. So, sind wir durch? Nee, wir brauchen noch drei. Das machen wir noch in diesem Part. Ey, ich komme hier nicht hoch. Na gut, dann gehen wir hier hoch. Und dann haben wir doch noch ein bisschen was geschafft, ne? Würde ich mal so behaupten. Auch wenn es halt diesmal echt nervig war, halt mal wohin zu laufen. Aber das ist leider so. Das kann uns noch öfters passieren, wenn wir in einem Gebiet später nicht weiterkommen. Ja, dann ist das echt so. Das sehe ich bei manchen anderen YouTubern, die halt auch den Ironman machen. Die müssen auch das Gebiet wechseln. Öfters sogar, weil einfach die Quests so schwer sind, dass man da nicht weiterkommt. Die Endbosse oder die Endgegner von der Questreihe sind einfach zu heftig, dass man da echt die Quest zwar behält, okay, wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder, ja, aber in der Zwischenzeit gehen wir in ein anderes Gebiet, was das gleiche Level hatte und also wieder den anderen Hoffentlich ist es Kontinent wichtig. und können dadurch ein paar Quests sammeln, um halt ja, Quests sammeln, um halt das Level zu steigern und dann später wieder zu kommen, ne? So ist das nun mal bei einer Ironman Challenge. Was benötigt ihr? Nichts, meine Hübsche, nichts. So, wir gehen die letzte Quest ab. Was ist? Die dunkle Fürstin Und steht müssten vor eigentlich dir. neue bekommen. Ja, da ist sie. Da, die holen wir dann. Aber Leute, es ist jetzt soweit. Wir haben jetzt schon ein bisschen übertrieben. Naja, bisschen Überlänge. Aber geschuldet deswegen, weil wir auch ziemlich lange unterwegs waren und ziemlich lange auf den Zeppelin gewartet haben. Also von daher, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht es gut. Bis bald.